Am Südstadtklinikum Rostock wird seit geraumer Zeit emsig gebaut, um das Krankenhaus stets auf den neuesten und modernsten Stand zu bringen und bemerkenswerte Fortschritte zu erzielen, die die Zukunft der medizinischen Versorgung revolutionieren. Die Notaufnahme wurde nach 2 Jahren Bauzeit in diesem Jahr eröffnet. Sie ist komplett neu. Innen hat sich die Fläche verdoppelt. Außen wird noch fleißig gebaut. Wir haben das sauber geteilt in eine Auf- und eine Abfahrtrampe. Und hier da die Abfahrtrampe, da wurde also die Rettungsfahrzeuge dann die Notaufnahme wieder verlassen. Wird jetzt gerade die ganze Tragkonstruktion vorbereitet. Das heißt, wir haben hier die Auffahrt in Betonbauweise geschalt und gegossen. Das ist in den letzten 3 Wochen passiert. Jetzt werden wir noch Anarbeitungs auf den Seitenwänden machen. Dann wird das Ganze aufgefüllt und später wird dann nochmal der finale Belag und auch die Rampenheizung aufgebracht, dass wir auch im Winter oder jederzeit hier gefahrlos die Notaufnahme wieder mit den Rettungsfahrzeugen verlassen können, dass also nicht die nächsten Unfälle passieren. Unter der Auf- und Abfahrt wurde ein starker Stahluntergrund gebaut, wie auf einer Autobahn, für bis zu 5 Tonnen schwere Rettungswagen. Damit hier gebaut werden kann, wurde im Vorfeld die alte Küche abgerissen. Auch in den letzten Zügen noch eine Herausforderung. Das Besondere ist eigentlich, dass wir dies als letzten Bauschritt machen konnten erst, weil wir viele Leistungen vormachen mussten. Auch der Abriss hat sich noch ein bisschen hingezogen, der Abriss an sich nicht, aber wir hatten noch im Untergrund die Bodenverfüllung machen müssen. Da war der Boden zu nass, da musste nochmal ausgetauscht werden, nochmal auf den richtigen Füllgrad gebracht werden. Das musste untersucht werden, beprobt werden. Das hat sich ein bisschen hingezogen. Dann konnten wir erst die Gründung für diese Rampen bauen. Also das Schwierige ist einfach, dass diese Leistungen, die letzten Leistungen sind, die man machen kann. Und deswegen sind sie so abhängig von den Vorarbeiten. Im Herbst soll dieses ganz neue, moderne Eingangstor in das Klinikum komplett fertig sein, damit die Patienten auf dem kürzesten Weg in die Notaufnahme kommen. Auf dem Gelände des Südstadtklinikums Rostock entsteht derzeit auch ein hochmodernes Ärztehaus mit künftig 6.000 Quadratmeter Nutzfläche. Investitionssumme 18 Millionen Euro. Verantwortlich für die Ausführung des Baus ist die Atrium Haus GmbH. Wie Sie sehen, sind wir jetzt so weit, dass wir das Erdgeschoss fast fertiggestellt haben. In den nächsten Tagen oder Wochen besser gesagt werden die Deckenplatten draufgelegt und dann die nächsten weiteren 3 Geschosse fertiggestellt. Ja, das ist erstmal in nächster Zeit zu tun. Noch etwa 1,5 Jahre wird hier gebaut. In dem 4-geschossigen Ärztehaus werden sich neben vielen Praxen auch ein Sanitätshaus, eine Apotheke, Medizintechnikunternehmen und eine Bäckerei ansiedeln. In direkter Nähe zum Südstadtklinikum Rostock. Für eine moderne, vernetzte Gesundheitsversorgung.